Schönen guten Abend und hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier im Café Siesta diese Veranstaltung organisiert habt im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl. Mein Name ist Inge Horn. Ich bin hier in Leonberg geboren und auch aufgewachsen. In Sichtweite habe ich mein Abitur gemacht am Albert-Schweitzer-Gymnasium. Habe nach dem Abitur 2 Studiengänge absolviert. Einmal habe ich die Ausbildung zur Beamtin im gehobenen Dienst gemacht, also das, was man als Verwaltungsausbildung bezeichnen kann, ganz einfach ausgedrückt. Und dann habe ich noch ein Studium der Stadtplanung absolviert an der Universität Kaiserslautern, Raum- und Umweltplanung mit Schwerpunkt Verkehrsplanung, Siedlungswasserwirtschaft, Baurecht, Städtebau, alles, was man so braucht. Dann habe ich verschiedene berufliche Stationen gehabt, meine Ausbildung bei der Stadt Leonberg gemacht, dort auch mal im Umweltschutz gearbeitet, bin dann nach Bayern gegangen, zur großen Stadt, großen Kreisstadt Neu-Ulm, Konversion, und bin dann wieder hierher gekommen als Baubürgermeisterin, habe hier das Café Siesta mit einrichten dürfen. Was ich mir wünsche, wenn ich Oberbürgermeisterin werde, dass diese Arbeit mit den Jugendlichen, die ich als Baubürgermeisterin hatte, noch intensiver wird, dass wir sehr viel mehr bunte Jugendarbeit in Leonberg haben. Ich freue mich über die Arbeit der freien Jugendträger und auch unsere eigene bei der Stadt. Aber ich glaube, mein Ziel ist eine Stadt für alle Generationen, und da, glaube ich, haben wir bei der Jugend noch ein bisschen Nachholbedarf. Es gibt ein tolles Programm mit dem Jugendforum. Ich habe dort viele gute Ideen gelesen. Mir ist es ein großes Anliegen, das Thema Jugendplatz hinzukriegen. Und mir ist es auch ein großes Anliegen, das Jugendfestival, das Holy Gaudi Festival, hinzukriegen. Wenn das nicht funktioniert hat, dann machen wir es halt auf die altmodische Art von Handstopp. Vielen Dank dafür. Als nächstes natürlich Klaus Brenner einfach weitergeben. Perfekt. Auch von mir einen schönen guten Abend. Klaus Brenner, ich bin in Schwäbisch Gmünd aufgewachsen, habe dort Abitur gemacht, habe danach beim CVDM Zivildienst geleistet, war da in der Jugendarbeit eingebunden und habe anschließend in Stuttgart Architektur und Stadtplanung studiert. Während dem Studium hatte ich ein Stipendium, DAAD, durfte in Jahren in Italien studieren. Und habe direkt anschließend am Städtebauinstitut wissenschaftliche Arbeit und bei unter anderem mit Frei Otto Leonberger, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, ein großer Architekt, großer Planer, in der Lehre gearbeitet. Habe danach ein kleines Büro gehabt, war freier Architekt, Stadtplanung und Architektur, und habe vor circa 8 Jahren die Seiten gewechselt. Bin dann nach Ebersbach an der Vils, habe dort als Stadtbaumeister gearbeitet, und für mich war klar, wenn ich die Seiten wechsle, dann richtig. In 3 Jahren war in Ebersbach alles erledigt, meines Erachtens, die Innenstadt war umgestaltet. Dann war die Stelle hier ausgeschrieben, habe mich beworben und bin gewählt worden. In den letzten 4 Jahren sind unter anderem, wir haben die Grabenstraße saniert, wir haben den Marktplatz umgestaltet, wir haben ein neues Rathaus gebaut, ein neues Parkhaus, und wir haben ein Kino nach Leonberg geholt. Und ich hoffe, das geht in der Art weiter. Dann passt wieder alles. Dann noch Herrn von der Halt, bitte. Und wir beginnen in 3, 2, 1, los. Ja, herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Ulrich von der Halt. Ich bin 52 Jahre alt, also von daher näher am Altersheim als am Jugendhaus, altersmäßig bereits angelangt. Aber ich habe 2 Kinder, 10 und 13 Jahre, die mir immer wieder beibringen, was es heißt, Jugendliche zu sein und vor allem, wie Jugendliche sprechen. Stelle also fest, es ist manchmal eine ganz andere Sprache, umso wichtiger ist es und spannender ist es, einfach dann auch den Brückenschlag als relativ älterer Mensch zu schaffen, um dann auch mit den jungen Leuten in Kontakt zu kommen. Ich bin hier in Leonberg erster Bürgermeister und in der Kommunalpolitik verankert. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt man eigentlich in die Kommunalpolitik? Als ich 18 Jahre alt war, gab es in meiner Heimatstadt Bürstadt, das ist in Südhessen, einen Empfang für junge Leute, die jetzt die Bürgerrechte hatten. Und ich fand es damals völlig furchtbar, Bürgermeister und andere wichtige Leute
haben sich da an die Jugendlichen gewandt und ich fand die einfach nur, die haben sich wichtig gemacht. Sowas wollte ich eigentlich nie werden. Dann war der nächste Schritt, während meiner Studentenzeit in Mannheim war ich als Journalist tätig, so wie der Herr Mark heute, und habe sozusagen viel Kommunalpolitik begleitet. Mein Gedanke war, das kann ich auch und das kann ich besser und das wird mir Spaß machen. Und deswegen habe ich mich im Studium darauf konzentriert, habe dann nach dem Studium politisch mich eingebracht, ehrenamtlich, und habe irgendwann mal mein Hobby zum Beruf gemacht und bin jetzt seit 15 Jahren hauptamtlich in der Kommunalpolitik tätig. Und es macht mir einfach riesig Spaß, etwas für die Leute zu machen, für jung und für alt. Und das will ich natürlich auch zu schon hier. Das war dann hier leider schon das Ende. Ja, das ist gerade weiterreichen an Martin Kaufmann. Zu guter Letzt. Und wir beginnen in 3, 2, 1 und bitte. Ja, einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Und zu meiner Person, Martin Kaufmann, 51 Jahre jung. Ich bin der Jüngste von uns Vieren. Und wie man hört, nicht aus Baden-Württemberg, sondern geboren in Nordrhein-Westfalen. Bin dort eingeschult worden und nach Niedersachsen 1978 gewechselt. Hauptschule besucht, dort abgeschlossen und Bürokaufmann gelernt bei der Firma Karstadt. Dann anschließend bei der Bundeswehr gewesen und die Abendrealschule besucht. Und dann noch das Gymnasium gemacht, in der nebenbei sozusagen. Und dann habe ich noch studiert, Diplom-Verwaltungswirt, also Bürokaufmann gelernt, Diplom-Verwaltungswirt und bin beim Landkreis Goslar gewesen. Die Liebe hat mich dann nach Baden-Württemberg gezogen, vor 11 Jahren. Und dort bin ich dann in Thuningen gelandet, in Villingen-Schwenningen, im Kreis dort. Und 2007 dann aber nach Rudersberg gegangen. Dort bin ich seit 2007, wie gesagt, Bürgermeister und wiedergewählt worden 2015. Warum Leonberg? Ganz kurz. Leonberg begleitet mich schon seit 8 Jahren, weil das Verkehrsthema ist ganz groß hier und wir haben jetzt in Rudersberg auch ein Verkehrsproblem gehabt. Wir haben gut zusammengearbeitet und als man mich gefragt hat, Mensch, wie sieht es denn aus? Wollen Sie nicht zu uns kommen? Wollen Sie sich nicht bewerben? Und wir brauchen mal ein bisschen frischen Wind von außen. Da habe ich gesagt, jawohl, das mache ich. Leonberg liegt mir sehr stark am Herzen inzwischen und ich fühle mich sehr, sehr wohl auch bei euch. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.